Willkommen zurück, Leute, zum Metroid Samus Returns. Es ist die sechste Zone, in der wir uns jetzt befinden. So viel haben wir schon geschafft. So wenig gibt es theoretisch noch zu tun. Sechs Metroids. Nur noch sechs Stück. Und dann ist unser Hauptziel tatsächlich abgeschlossen. Wir reisen mal weiter. Das letzte Mal haben wir einen Roboter gesehen. Das ist der Roboter wahrscheinlich, der uns quasi auch schon mal verfolgt hat. In dieser epischen Sequenz. Voller Adrenalin. Und eventuell steht uns genau das nochmal bevor. Wir wissen es nicht genau. Es könnte auch ein Kampf werden. Das ist noch unklar. Aber gehen wir mal weiter. Das werden wir schon noch rausfinden. Hier scheint sich erstmal nur ein Metroid zu befinden. Und anscheinend sollte ich mal ganz kurz scannen. Ah ja. Na, also geht doch. Dann sehen wir doch mal. Auf zum Metroid. Was haben wir denn für einen, ha? Achso, da hinten ist er. Wow, clever. Na komm her. Wirklich, das hat mich noch getroffen. Was ist das denn für ein Quatsch? So, mal kurz zu Supers gewechselt. So. Alles klar. Kein Problem. Mit Zetas werden wir fertig, Leute. Moment, ich sollte ein bisschen weiter weg. Jetzt war ich zu langsam so oder so. Jetzt aber, oder? Jawohl, geht doch. Ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwie hin kann. Aber man kann wahrscheinlich auch Supers drauf feuern. Stimmt natürlich. Das würde wahrscheinlich gehen. Ich habe den Beam Boost noch nie ausprobiert mit Ice Beam tatsächlich. Vielleicht sollten wir das auch mal ausprobieren. Stimmt eigentlich. Daran habe ich auch noch nie gedacht. Hey, das müssen wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. So, okay. Na komm. Oh. Tatsächlich macht das gar nicht so viel Schaden, wie man vielleicht meinen würde. Ich glaube, das war's. Ja. Eine einzige Supermissile hat nur noch gefehlt. Sehr schön. Ein einfacher Kampf gegen einen Zeta. Und das war's nun auch schon. Jetzt können wir bereits zum Portal und das erste Mal den Spiegel absenken. Fünf Stück einfach nur noch. Ich finde das so krass, ey, dass wir halt wirklich schon so weit sind. Dass wir wirklich nicht mehr so viel zu tun haben, ist schon erstaunlich. Ah, verdammt. Jetzt dachte ich wirklich, das Ding fliegt schon rüber. Dem war aber noch nicht so fies. So, da können wir auf jeden Fall noch runter. Und das sollten wir rankommen, oder? Ach so. Ich hatte gar nicht drauf geachtet, sowas aber auch. Da unten ist anscheinend auch was. Oh. Okay. Das ist da so ein Ding, weißt du. So, das wollte ich tun. Yep, das funktioniert auch. Sehr schön. Aber da unten ist anscheinend auch was. Okay, da muss ich doch nochmal einen Scan aktivieren. Ah. Achso, ist ein Raketenblock, alles klar. Oh, es ist ein Energy Tank. Wow. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Krass. Ist schon Ewigkeiten her, dass wir einen bekommen haben. Wir haben auch schon verdammt viele. Krass. Richtig gut. Ja, das nenne ich mal wieder Ausbeute. Und hier müssen wir einfach mal kurz einen Phasendrift aktivieren anscheinend. Dann kommen wir auch da durch. Aber wir kommen wahrscheinlich noch nicht weiter. Nichtsdestotrotz sehen wir einfach mal nach. Ah ja. Eine weitere Hülle. Interessant. Wahrscheinlich kommt danach dann auch gleich schon einer, schätze ich mal. Aber wie gesagt, wir kommen noch nicht weiter. Es lohnt sich noch gar nicht. Ach ja, ich finde das so cool mit Phasendrift und so auch. Macht halt richtig viel Laune einfach. Ach so, schon alles erledigt, sehr schön. Na dann kann es ja weitergehen. Natürlich ist der Raum auch schon gefüllt mit Gegnern. So schnell kann es gehen, ha? Einmal ist der Metroid weg und schon kommen sie alle rausgekrochen. Ah ja, da oben ist noch was. Ich hab's ja schon gedacht. Die Frage ist nur, wie kommt man denn da bitte schon hin? Moment. Also hier scheint es nichts zu geben, oder? Nee. Ich schau mal in den Metroid-Raum rein. Ob man da eventuell... Ah ja, doch tatsächlich.
Ja, das ging auch mit einer Rakete, sehr gut. Hä? Was soll uns das denn bitteschön bringen? Was zum... Aber normal werden uns ja Upgrades auf der Karte angezeigt. Moment, ich will das trotzdem mal überprüfen. Nee, da ist nichts. Komisch. Das ist ja merkwürdig. Warum ist das da? Auch wieder irgendwas, was die Entwickler vielleicht einbauen wollten und vergessen haben? Oder einfach nur so ein Secret, woran dann meistens die Kartenaufdeckung scheitert oder was? Ich habe keine Ahnung. So. Reicht langsam mit dem Reinfliegen. Ist heute schon ein bisschen zu viel für meinen Geschmack gewesen. Ja, abkürzen können wir hier nicht großartig, leider. Aber wir gehen jetzt mal nach unten und dann sehen wir doch mal, ob wir schon ordentlich weit damit kommen. Was wird sich uns wohl offenbaren danach? Das ist ziemlich spannend. Oh, Moment, da ist eine ganze Menge. Mein Gott, ich stand gerade in der Säure drin. Vom Gegner. Wow. Das war unerwartet, dass er so weit springt. So, Screw Attack ist natürlich trotzdem mit das Beste wieder. Das ist klar. Das kann manchmal so lästig werden, das ist unfassbar. Aber Aion ist wieder aufgeladen, trotz allem. Geht das jetzt eigentlich? Kann ich einen Ice Beam chargen? Das war auch unbeabsichtigt. Nee, das geht gar nicht, okay. Interessant. War auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Ich glaube, ich habe das bisher noch nicht getestet. Und damit öffnet sich das Ganze wieder. Endlich, Leute. Ach so, es verteilt sich um. Interessant. Also wie eine Art Schleuse quasi, ne? Aha, okay. Heißt das, das kann ich auch wieder aktivieren, oder? Nicht, dass man sich damit vielleicht sogar Upgrades verbauen kann. Das wäre es ja, glaube ich, aber jetzt irgendwie auch nicht. Da haben sie wahrscheinlich mitgedacht. Wie interessant. Das ist wirklich irgendwie cool auch. Das hier wirkt auch wieder super spannend. Das war so klar, dass da oben irgendwas ist. Ach so, Rakete, alles klar. Hier war es noch was, okay. Das kann man rausziehen. Ach so. Hat das noch irgendeinen weiteren Zusammenhang hier? Nö, anscheinend nicht. Interessanterweise wird uns auch gar nichts mehr angezeigt. Ah ja, das war klar. Sehr schön. Ja, wir haben uns jetzt einfach den Weg freigemacht. War sowieso notwendig. Das ist doch ganz schön. Das hier ist wiederum ein bisschen lästiger, muss ich sagen. Weil den kann ich nicht so einfach abfangen. Wartet mal. Nein, Samus, bleib mal da. Keine Ahnung, ob ich ihn hab. Ich hoffe es mal. Sehr gut. Der ist tatsächlich tot. Ah ja, da haben wir es ja schon. Auch wieder nur eins? Echt? Interessant, Leute. Jetzt machen sie es ja richtig spannend. Immer nur eins mit jedem Portal oder was? Schon irgendwie eigenartig, wenn man bedenkt, wie viele wir vorher einfach immer per Portal bekommen haben. Richtig krass. Aber Zeiten ändern sich, was? Wir stehen längst nicht mehr am Anfang des Spiels. Ach, ist das schön. Einfach mit der Screw Attack hier durchzurennen. Das ist jedes Mal aufs Neue ein Genuss. Was ist das hier? Okay. Aber nur dieses eine Feld, was tatsächlich nicht aufgedeckt war, was mir ein bisschen merkwürdig vorkam. Ja, hier scheint es auch schon irgendwo nach oben zu gehen. Natürlich. Das war so klar schon wieder. Ja, auch da können wir nochmal durch. Und anscheinend auch ein Super Missile Tank ganz in der Nähe. Ich wusste das, das war so klar. Ah ja, Leute. Aber das bringt mir ja gar nichts, weil hier kann ich es ja gar nicht rüberschieben. Ich Idiot. Ich muss erstmal auf die andere Seite. Wow, was für ein Labyrinth. Oh.
Und anscheinend brauchen wir mal wieder einen Phasendrift. Macht nichts. Dann ziehen wir doch mal da dran. Und dann kommen wir jetzt auf der anderen Seite durch. Genau. Uah, Vorsicht. Diese Dinger sind schon irgendwie mal witzig, ich weiß auch nicht. Ja, das ist ärgerlich, aber die machen eigentlich kaum Schaden. Na dann, öffnen wir mal das hier. Und ziehen das nochmal raus. Jawohl, sehr schön. Endlich ist der Weg frei. Wir müssen jetzt allerdings wieder auf die andere Seite, was? Ach du meine Güte. Erstmal müssen wir also quasi hier nochmal das Ganze öffnen. Aber ich mag die Rätseleien, die sind ganz schön. Alles für einen Super Missile Tank eigentlich nur. Aber es lohnt sich eben auch. Jeder will Super Missiles, das ist einfach so. So, okay. Ach, jetzt habe ich das wieder vergessen. Nein, 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 das ist ganz schlecht. Wow, das war unerwartet. Moment, das hier muss ich jetzt nicht mehr aktivieren, richtig. Was ich brauche, ist ein Spider-Ball. Na dann nach oben mit uns. Und das war's auch schon. Wie gesagt, alles für eine Super-Missile. Ziemlich heftig, aber... Mein Gott, es lohnt sich vielleicht. Aber sowas von. Kommt man hier so wieder durch? Echt nicht? Tatsache, wow. Ach so, ja okay. Immerhin, hier ist eine Abkürzung. Nein, oh Gott. Ich bin so ein Held, das gibt's doch nicht. Ich dachte, jetzt bin ich schnell genug, aber dem war nicht so. Ich krieg sogar gleich zwei ab. Legendär. Dafür erledigt die Screw Attack mal wieder alles. Schöne Auffüllung. Okay, bei denen funktioniert das immer nicht. Da ist die Screw Attack leider mal kontraproduktiv. Ach so, das hier ist jetzt wieder eine Verknüpfung nach drüben. Interessant. Okay. Auch spannend. Na gut, dann sehen wir doch mal. Was könnte jetzt auf uns zukommen überhaupt? Gab es ja echt schon Räume, wo auch noch Säure war, wo jetzt keine mehr ist? Interessant. Ja, anscheinend ist auch das Metroid-Radar mal wieder aktiv. Interessant. Anscheinend muss da gleich kommen. Wow, okay. Na, dann sehen wir doch mal. Was haben wir hier? Sogar eine extra Cutscene. Oh mein Gott. Was zum... Ich weiß nicht, kann man den noch... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Einstufung von dem ist. Ist der neue? Oh Gott. Nee, Zeta sind doch die anderen. Ich bin mir ziemlich sicher. Nicht, dass ich das verwechselt habe, aber ich denke nicht eigentlich. Wow. Okay. Das funktioniert einfach nicht. Verdammt. Weil ich denke nicht, dass man ihn kontern kann, ehrlich gesagt. Dafür ist er ein bisschen zu groß, glaube ich. Au. Und ein bisschen zu viel Damage ist mir das auch. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Ich habe halt keine Ahnung, leider. Aua, das war auch nicht beabsichtigt. Ja, es gibt keinen Hinweis darauf, was man tun könnte. Nee, das funktioniert nicht beim besten Willen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Was soll man denn machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt echt nicht. Es gibt halt keinen Hinweis. Nee, ich kann das Ding auch nicht am Schwanz packen. Doch, dann, man... Wirklich? Jetzt ist ein normaler Beam auf einmal gut. Ernsthaft? Oder vielleicht sogar ein Beam-Boost? Aber dafür muss er ein bisschen besser dastehen. Anscheinend, wow. Okay, wer soll denn damit rechnen? Ach, komm schon. Ah, jetzt ist die Rüstung aufgebrochen. Okay, das gibt uns sicherlich neue Möglichkeiten. Aber, ja, wie bei jedem neuen Metroid, wird wahrscheinlich ein Fail erstmal drin sein. Ach so, nein, Moment, das hätte man kontern können. Jetzt! Das war der erste Angriff, den man hätte kontern können. Ach so. Okay. Oh Mann, ey, das musst du dann doch wissen. Das ist wieder, da wirst du ins kalte Wasser geschmissen im Prinzip, weißt du. Dass man dem das erst wegschießen muss mit einem
Ja, bevorzugterweise natürlich Beam Boost, damit es schneller geht. Damit man ihn überhaupt erstmal kontern kann. Das muss man halt echt wissen. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Ja, da wird es zwar so ein bisschen angedeutet, dass da was drüber wächst, aber womit man rankommt, das ist natürlich ganz und gar nicht, schon klar. Aber ja, ich glaube, es ist sogar gar nicht so schlecht, ein bisschen weiter ranzugehen quasi. Alles klar. Wow. Jetzt genau. Jetzt ist leider mein... Genau, jetzt hätte ich ihn kontern können quasi. Und jetzt ist auch der Ice Beam auf einmal ganz gut. Alles klar. Aber das Kontern wird wahrscheinlich ziemlich schwer, schätze ich mal. Wow. Er ist auch ziemlich schnell, was das betrifft. Also nach dem Geräusch wahrscheinlich sofort schon kontern. Und ich denke, auch hier kann man nichts tun, außer auszuweichen. Wobei das zumindest die einfachste Übung ist. Puh. Ach, es ist wieder zusammengewachsen. Es geht auch. Oh, Mist. Oh, Mist. Dass das auch noch geht, ist halt richtig übel. Ja, man sieht's, das ist dann allerdings nur die Panzerung. Das andere schießt, glaube ich, durch und macht ihm zusätzlich schon Schaden. Und das dauert halt auch so total lange. Das ist das Problem. Oh Mann, das... Was? Er schießt nach oben? Das hat er doch... Och, das gibt es doch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Aha. Mann, das gibt's doch nicht. Ich brauche halt auch mehr Aeon vielleicht. Ich kann auch mal versuchen, das mit Raketen wegzuschießen, die Panzerung. Das geht wahrscheinlich auch. Dann bist du wieder hier am Reindrücken, weißt du. Das ist immer so ein bisschen so eine Sache für sich. Oh Gott, da geht's wieder los. Ja, was anderes ist eigentlich kaum möglich. Ja, jetzt genau, das ist eigentlich ganz effektiv anscheinend. Und man hat echt keine großartige Wahl. Das ist richtig, richtig krass. Alter Schwede. Ich schalte jetzt mal auf Supers um. Oh oh. Ja, man sieht zumindest, wenn er den Strahl vorbereitet. Das war ein bisschen zu langsam. Aber fast. Oh oh, nein, 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 nein. Natürlich, weißt du, was soll ich dagegen machen? Wie soll ich hinter ihm kommen? Das geht ja gar nicht. So schnell. Wow, das war ziemlich knapp gerade. Tatsächlich ist es am besten, wenn er den Strahl sogar vorbereitet, um ihn in die Panzerung wegzuschießen, aber nicht, wenn er das macht. Oh Gott. Mein Gott. Ja, da kann ich leider gar nichts machen. Da muss man halt ausweichen. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich gehe mal kurz nochmal auf Beam Boost, weil sich das halt irgendwie anbietet. Das ist halt schon sehr praktisch. Wow. Na komm. Okay, es ist wieder weg. Was? Das kann er auch? Was ist das denn jetzt? Jetzt muss ich in der Luft bleiben und ausweichen. Oh Gott. Natürlich, weißt du, weil die Screw-Attack da natürlich nicht durchgeht, weißt du, killt sogar fast alle Gegner im Spiel sofort. Aber da geht sie nicht mal durch einen Felsen durch. Oh Gott. Wie viel hält das Ding eigentlich aus? Ich habe nämlich mittlerweile echte Probleme überhaupt noch mitzuhalten. Und wenn das Ding dann auch noch auf die Idee kommt, ach nee, komm, wirklich. Irgendwie... Wirklich? Du kommst ja nicht durch, wenn er das macht, von oben anfängt. Du kannst ja gar nicht, weil er wirklich den kompletten Winkel abdeckt. Bist du ihm hoffnungslos ausgeliefert in dem Fall. Es geht ja gar nicht. Du kannst ja quasi wirklich ihm nicht ausweichen in der Situation. Es ist unmöglich. Das geht einfach nicht. Außer es gibt noch irgendeinen Trick, wenn er diesen Move macht. Aber ich wüsste spontan halt nicht, was. Weil es wird dir halt nichts gesagt. Oh Gott. Das ist halt echt richtig dramatisch, das Ganze. Ja, weißt du, vor allem gegen die Dinger hilft anscheinend auch nichts. Okay, doch, wenn man dann kontinuierlich dagegen ballert, geht's einigermaßen.
Ach komm, wirklich. Oh. Irgendwann nervt's eigentlich auch nur noch, ganz im Ernst. Einfach weil einem halt so wenig gesagt wird über diesen Feind. Ich hätte jetzt mit so einem blöden Roboter gerechnet oder so, weißt du? Jetzt kommt da auf einmal so ein Metroid-Vieh. Ah, und das hier habe ich noch nie geschafft zu kontern. Es ist so unfassbar schwer. Du kannst es halt echt schwer einschätzen. Ja, was mache ich eigentlich damit jetzt gerade? Ja, jetzt natürlich war wieder ein Konter. Barer Nähe, weißt du? Ach, das ist ja mal ein Doppelmove. Ach, Mensch. Ah. Ganz schön viel Stress. Ja, jetzt kommt wieder das hier. Was soll man dagegen tun? Schaut euch das an. Er deckt den kompletten Radius ab. Ach, natürlich. Jetzt dachte ich schon, ich hätte ihn, weißt du? Aber dafür war es natürlich mal wieder zu früh. Ich habe ja gar keine Super-Missiles mehr. Was zur Hölle? Jetzt kommt er wieder mit sowas. Und später wird dann wieder der Boden auch noch geflutet, weißt du? Mit seinem komischen Laser-Dingens oder was er da macht. Der komische... Genau. Ach, wie toll. Ach, wie super. Ach, du Schande. Frag mich, ob es irgendeinen Spieler auf der Welt gibt, der das First Try geschafft hat. Würde mich irgendwie echt wundern. Das ist schon ziemlich insane. Vor allem jetzt hat er wieder nichts abbekommen von den Dingern. Die wollen mich doch alle hochnehmen, oder? Ach nein, das gibt's doch nicht. Natürlich, weißt du, jetzt macht er wieder einen Konter-Move. So eine Verarsche. Och nee. Okay, ist wenigstens das Normale. Das ist nicht die erweiterte Variante. Aber, ach okay, ich habe wieder Supers dabei. Moment, ach nein, das war natürlich wieder der Move. Jetzt dachte ich nämlich, er macht wieder von oben nach unten, weißt du? Oh nein, von unten nach oben ist auch nicht gerade cool. Vor allem, wie er es gleich wieder abbricht, weißt du? Wie er es einfach weiß, dass ich ihn dann angreifen kann. Das ist unfassbar. Oh nein, 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 nein. Natürlich, weißt du? Ich habe ja schon wieder keine Supers mehr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und damit haben wir wieder beim unausweichbaren Move. Toll. Ach, ist das schön. Da freut man sich doch. Er ist aber richtig rot mittlerweile. Und ich schaffe es halt echt nicht, ihn zu kontern. Wow, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, mit 3 Leben. Mit 3 Leben. Ach du Scheiße. Zur Hölle. Alter, was geht ab? Wow. Ach du Schande. Okay, wenn wir noch so ein paar Kämpfe haben. Gute Nacht. RIP, sage ich da nur. Ach du Schande. Dieses Moveset einfach, ne? Es ist so mega fies. Es ist so verdammt fies einfach, wow. Der Boss hat so gewisse Dark Souls-Qualitäten. Das kann man eigentlich gar nicht mehr abstreiten an dem Punkt, wirklich. Ich meine, es ist ein ziemlich geiles Gefühl, wenn man ihn geschafft hat. Also eigentlich genau das Gleiche, kann man wirklich sagen. Das haben sie halt echt gut hinbekommen. Oh Mann, ich bleibe jetzt hier einfach mal kurz stehen. Ich muss mich halt echt kurz mal ein bisschen erholen, Leute. Alter Schwede. Gut, ich kann das Moveset mittlerweile besser. Es ist nur das Problem mit den Kontern. Das muss ich halt noch lernen gegen den Gegner. Weil bisher, es hat sich einfach nie die Option für mich wirklich ergeben. Weil er braucht halt einen sehr, sehr, sehr spezifischen Reflex dafür. Bei anderen Gegnern hast du, glaube ich, etwas mehr Zeit, was das betrifft, richtig zu kontern. Und hier scheint das wirklich unglaublich nah zu sein quasi. Man muss wirklich... sehr, sehr, sehr zeitnah auslösen. Sonst wird das absolut nichts. Ach, ich sehe gerade, wir müssen sowieso zurück, weil da komme ich ja gar nicht mehr durch. Oh Gott, Leute. Was war das für ein Kampf? Ach du Schande. Das kam so unerwartet, ne? Wahnsinn. Achso, da kommt man ja gar nicht durch. Quatsch. Moment, war hier nicht was mit Phasendrift oder so? Achso, nee. Hab's gerade verwechselt, alles klar. Ist auch noch gar kein Raum zu sehen auf der Karte. Aber nach dem Kampf darf man auch mal verplant sein. Seht ihr? Hier war das jetzt ein Konter, da hattest du halt relativ viel Zeit. Hier eigentlich auch.
Und bei dem muss ich das halt quasi noch lernen, ne? Das ist immer wichtig, klar. Jeden Gegner musst du quasi auch erstmal einstudieren. Da war's. Ja, da mache ich es natürlich nicht, weißt du. Ich bin auch manchmal so ein Idiot. Unglaublich. Da hätte ich den Phasendrift aktivieren müssen, nicht da drüben. Hier sieht man es ja auch auf der Karte eigentlich noch. Ist ja auch egal. Aber gut. Es war jetzt der dritte Versuch, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. So viel Adrenalin auf einmal. Schon voll vergessen. Aber ich glaube, das war sogar gar nicht mal so schlecht. Aber es war halt extrem knapp. Hätte wirklich gut nicht hinhauen können. Ich denke, wenn ich das Kontern halt noch beherrsche gegen diesen Boss, dann wird er um einiges leichter. Aber das muss man halt noch drauf haben. Das ist ja lieber jeden Metroid-Kampf eigentlich. Sobald du die kontern kannst, easy. Aber sehr faszinierend halt auch. Und ich finde das total cool trotz allem, dass es halt so schwer auch ist. Weil es macht halt super viel Laune. Du killst diesen Boss und es ist halt ein traumhaft gutes Gefühl einfach. Und das kriegen halt auch nicht viele Spieler hin. So ein richtiges Erlebnis ist das quasi für sich. Und man ist richtig froh, wenn man es dann geschafft hat. Hat so was richtig Godzilla-mäßiges irgendwie, als würde man gerade so einen Godzilla erledigen, weißt du? Das ist einfach so was richtig Großes, Gefährliches und dann schaffst du es auf einmal. Ja, und damit haben wir auch 90% des Spiels, ne? Genau. Da wir jetzt noch 4 Metroids brauchen nur. Genau, 36 von 40 quasi. Quatsch. Was rede ich denn da? Nee, ist schon richtig, ist schon richtig. Doch, doch, passt schon. Alles gut. Bin schon ganz durcheinander mittlerweile. Ach ja, das hat ja alles aufgeladen, wie schön. Ich fürchte, nur um den Roboter werden wir auch nicht drum kommen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass wir heute 2 Metroid-Kämpfe haben. Und darunter sich sogar ein neuer befindet. Ich glaube, da habe ich sogar die Zetas mit einer anderen Form vertauscht irgendwie. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das, glaube ich, die Zetas. Weil Z natürlich, naja, steht am Ende, ist ja klar. Muss ich vertauscht haben, interessanterweise. Ich dachte echt, die anderen wären die Zetas, aber... Okay. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass die so richtig, richtig schlimm sind. Absolut krass. Ach komm, wirklich? Die explodieren sogar noch nach. Was zur Hölle? Lol. Wo spawnt der? Der kommt doch von unten, oder? Hä? Oder nicht? Ja, solche Stellen hasse ich zum Beispiel. Die sind halt vom Gegnerplacement einfach so lästig, weil du nichts dagegen tun kannst im Prinzip. Da bist du denen dann hoffnungslos ausgeliefert. Das mag ich immer nicht so sehr, muss ich sagen. Wo haben wir den nächsten Speicherpunkt? Ach so, wenn wir nach unten gehen, sehe ich gerade, da kommt schon einer, ist alles in Ordnung. Den nutzen wir selbstverständlich. Noch schön hier weiter in ein neues Gebiet oder so. Das sollte schon noch drin sein. Ach ja, da ist er ja schon. Sehr angenehm. Wenn wir schon dabei sind, das schreit doch förmlich nach einem Upgrade hier. Sieht man auch schon ganz deutlich. Ey, was? Ach komm, wirklich. Ach Mann, ey, da will man nur mal kurz noch ein Upgrade einsammeln, weißt du? Dann kommen die hier wieder mit so einem Phasendrift-Zeugs. Sehr schön, ein Missile-Container. Den wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Ah, noch einer, da haben wir 150 Stück. Oh Mann, warum ist das auch ein Beam-Boost-Gegner? So schnell dann wieder umzuschalten, ist auch egal. Aber es war richtig aufregend heute, oh mein Gott. So aufregend. Aber verdammt cool gemacht. Wirklich, muss man sagen. Ich speichere meinen Fortschritt hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. 4 Metroids. Ein Upgrade, was wir tatsächlich noch brauchen. Es ist halt echt nicht mehr viel. Das wird halt schon super. Insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Metroid: Samus Returns.